Wenn man das Staunen nicht verlernt, dann sieht man die schönen Dinge im Leben. 10 Uhr morgens, irgendwo auf einem Pass mitten in der Schweiz. Ich treffe heute Naturfotografen Tobias Rieser. Wir gehen in die Berge, ein Bild soll entstehen. Der perfekte Moment, das ist immer so eine Sache. Also das ist bei uns Naturfotografen. Ja, gibt es den perfekten Moment? Ich versuche natürlich schon immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stehen. 600 Höhenmeter liegen vor uns für ein Bild. Die Leute sehen, ah, der ist in der Natur unterwegs, der macht schöne Bilder, aber es ist schon hart, irgendwie mit einem 30 Kilo schweren Rucksack durch die Gegend zu wandern. Ich höre dann oft, ich sehe aus wie ein Rucksack auf zwei Beinen. Ich trage nur 15 Kilo. Trotzdem müssen wir wegen mir ständig Pause machen. Tobias Rieser ist mehrmals im Monat unterwegs. Und doch, so scheint es mir, ist er immer neu begeistert. Zum Beispiel vom Wetter. Das Spezielle auch in den Bergen ist, dass das Wetter dermaßen schnell wechselt. Jetzt sind wir im Nebel, vor 20, 30 Sekunden sah man die Berge. Also es ist ein stetiges Auf und Ab. Das Wetter ist übrigens auch maßgebend für das Licht und somit für das Bild, das später entstehen soll. Nach fast 3 Stunden kommen wir an. Ein Bergsee auf 2560 Metern. Ich bin erleichtert, denn es war schwerer, als ich dachte. Bis das Licht zum Fotografieren stimmt, können wir durchatmen. Das finde ich immer auch sehr, sehr wichtig, dass man in den Bergen auch genießen kann. Wir machen jetzt heute Abend ein Raclette, trinken gutes Gläschen Weißwein. Kurz bevor es dunkel wird, Abenddämmerung. Das schönste Licht und Zeit für das Bild. Die Idee ist, dass ich hier eine schöne Spiegelung habe, sofern der Wind dann nachlässt und hoffentlich noch 1-2 Wolken. Das wirklich schöne Licht ist so 2-3 Minuten. Und während diesen Minuten muss es einfach sehr, sehr schnell gehen. Ja, wunderschöner Tag, perfekte Spiegelung. Aber vom Licht und den Wolken hätte es natürlich ein bisschen besser sein können. Morgen gibt es noch eine Möglichkeit. Wir bleiben über Nacht hier. Und jetzt gibt es erstmal Raclette. Um 5 Uhr stehen wir auf. Bald geht die Sonne auf. Die letzte Chance. Dieses Abenteuer, dieser Aufwand. Für Tobias Rieser steckt mehr dahinter als nur ein Bild. Mit meinen Bildern möchte ich unserem Schöpfer danken und die Ehre geben. Und auch den Leuten zu zeigen, wie schön wir es haben. Ich meine, wenn man jetzt hier um sich schaut und die großen Berge sieht, dann merkt man sehr schnell, wie klein man eigentlich ist, oder? Und trotzdem ist ja das Schöne daran, wir sind zwar klein, aber wir sind dennoch trotzdem unglaublich geliebt. Darüber staune ich immer wieder. Ja, ich glaube, Staunen hat viel mit Dankbarkeit zu tun. Denn wenn ich staunen kann, dann bin ich eigentlich automatisch auch dankbar.